ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber das stimmt nicht. Aber Vorsicht! Ist cool, man! Tja, das seid ihr mal wieder, fast wieder dieselben wie das letzte Mal. Willkommen bei einer Folge Hardware. Ja, was ist Hardware? Das ist das Gegenteil von Software, ja. Sachen, die man einfach in der Hand halten kann. Eine Kassette, eine Schallplatte, ein Kuli, eine Rolle Klopapier, egal was, das ist alles Hardware. Und Software ist das, was alles auf eurem Computer ist, ja. Da wir aber haptisch veranlagt sind, lieben wir natürlich die Hardware mehr als die Software, ja. Und deswegen möchte ich jetzt so ein bisschen meine Kassetten durchgehen. Das ist nur ein kleiner Teil der Kassetten, aber ab und zu überkommt es mich und ich möchte die einfach anfassen. Könnt ihr das verstehen? Ja, ich denke mal, nichts ist für die Ewigkeit und gerade so eine Kassette, ja, die ist schon ziemlich fragil. Man muss aber auch sagen, die muss viel aushalten. Diese langen Sommer, diese heißen Sommer, diese kalten Winter. Wer weiß, wo ihr eure Kassetten lagert. Schreibt mir das mal. Lagert ihr die im Wohnzimmer neben dem Ofen? Oh, ganz schlecht. Da würde Dracula jetzt gleich mal seinen Anfall bekommen. Oder habt ihr die auf dem Dachboden, wo es im Winter schön frostig kalt ist? Es ist nicht so einfach. Und das ist gar nicht so einfach. Also, wie gesagt, ich find, man ist ja jetzt auch nicht der Experte, der hier extra einen gekühlten Raum für seine Medien hat, was man haben müsste, um lang was von ihnen zu haben. Haben, ja. Ihr seht hier eine Auswahl querbeet. Das heißt, was in diesen Kassettenkarussells ist, habe ich mehr oder weniger doppelt oder es ist nochmal angeschafft worden, weil es in einem Konvolut gewesen ist. Viele Sachen habe ich auch noch nicht mal durchgehört. Ich weiß nicht, ob die funktionieren. Hier sehe ich zum ersten Mal, hier ist kein Band mehr drin. Hier ist das Band gerissen. Hilfe. Ja, da ist nichts mehr drin. Muss ich aufschrauben, muss ich reparieren. Zum Glück kann man die sehr gut reparieren. Die sind zwar auch nicht mehr geschraubt, sondern geschweißt, aber wenn man mit einem Schneidteufel so ganz vorsichtig ist, dann könnte das was werden, ja. Und hier sind wir gerade mal in London. Ich glaube, allen Hörspielfreunden ist das ein Begriff, muss ich nicht viel dazu erzählen. Was aus einer Schnapsidee geboren wurde, Freddy Quinn als Kommissar zu besetzen, wurde dann Wirklichkeit. Hans-Joachim Herwald, Dankeschön, einen besseren hätte es gar nicht gegeben. Und ich höre die nicht mehr so oft wie früher. Muss ich ehrlich zugeben, mein Hörverhalten hat sich, seitdem ich ja so Ende 40 wurde, schon ein bisschen geändert. Also ich habe manche Folgen ja ständig und immer wieder gehört. Und das hat sich so ein bisschen gegeben. Ja, aber der Mensch ändert sich ja immer wieder mal und ändert auch seine Vorlieben. Und Scotland Yard mag ich, aber ich höre es fast überhaupt nicht mehr. Außer vielleicht, 7,70 Euro, was ist da los? Außer vielleicht mal Tödlicher Tee oder Der Hundemensch vom Hyde Park. Oder, was ich zugeben muss, was auch eine geniale Folge ist, Blutrache. Ja, könnte schon sein, dass ich die so einmal im Jahr höre. Hier ist Blutrache, also stark. Und ich finde auch Gerda Maria Jürgens trägt diese Serie mit als Granny. Denn man kennt Sascha Träger, ja. Er ist eigentlich Tarzan, nur hier als Billy. Und von daher sind diese erwachsenen Stimmen umso wertvoller für diese Reihe hier. Blut für Dracula. Ganz komisch, ne? Die bleichen aus. Also ich kann mich erinnern, manche lagen in Schaufenstern von Hi-Fi Geschäften und die waren fast blass. Also dieses Neon-Rosa war dann ein blasses, ein leicht angehauchtes Rosa-Weiß. Könnt ihr mir vielleicht gerne mal schreiben, ob euch das auch aufgefallen ist. Also diese Farbe ist beliebt bei der Sonne gewesen. Die hat förmlich die aufgesaugt. Ja. Hier habe ich auch schon repariert. Damals noch mit so einem kleinen Schaumstoff. Mittlerweile habe ich von einem guten Community-Mitglied jetzt die Filze, die Druckbänder. Und damit funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe geübt, lieber Tom. Ja, alles ein bisschen fragil hier. Ein bisschen baufällig. Und hier, es gibt im Lande hier ein Schloss, da ist der Captain Haddock Boss. Ja,
100.000 Höllenhunde. Diese Covers hatten noch Charme. Ja? Man hat sich sowas gern angeschaut. Man hat sich sowas auch gern ins Regal gestellt. Wenn ich mir jetzt die Tim und Struppi Box von Sony anschaue, ich weiß nicht, wie die sich die Rechte da geholt haben an den ganzen Maritim Tim und Struppis. Das sieht schon sehr lieblos aus. Also das ist nichts mehr, was ich mir jetzt offen ins Regal stellen würde. Ja, und diese Kassetten, die hatten eben noch Charme. Da hat man sich mal irgendwas gedacht dabei. Ja, es ist halt einfach, es ist halt jetzt einfach eine andere Zeit. Aber deswegen müssen wir uns auch diese Schätze bewahren. Meine Frage an euch, wenn euch eine Kassette kaputt geht und ihr habt auch keinen Ersatz, hebt ihr die trotzdem auf, hebt ihr das Cover auf oder schmeißt ihr die weg? Hatte ich kürzlich hier bei den Edgar Wallace, bei den Europa Edgar Wallace, da ging mir auch eine kaputt, ich konnte das Cover nicht wegwerfen. Ja, es stecken ja auch sehr viele Erinnerungen in diesen einzelnen kleinen Plastikdingern. Jetzt hier der rote Kreis, ja ich weiß, ich hatte die Windpocken, als ich dieses Hörspiel hörte. Ja, das sind viele Erinnerungen, oder ich finde fast zu jedem Hörspiel irgendein Ereignis. Der Hexer hatten wir in Italien mit dabei, die Kassette. Und so geht's weiter, so zieht sich das. Ich verbinde aber auch Szenen der Hörspiele wie der Engel des Schreckens, eines der besten überhaupt, ja, mit negativen Ereignissen, die ich aber gut ausblenden kann. Und hier natürlich Maritim Edgar Wolle, ist was ganz, ganz anderes. Das hier ist eine recht erwachsene Folge mit Henry Kielmann, ja. Ich liebe Henry Kielmann. Henrik Dreier liebt Henry Kielmann. Ich glaube, jeder liebt Henry Kielmann. Ja, auch was Schönes. So ein ganz individuelles Ding ist diese Telefunken-Serie, die dann von Top Sound nochmal rausgebracht wurde. Die haben sich keine Mühe gegeben. Schaut mal, eine schwarze Kassette, so ein ganz einfacher Druck, silberner Druck, noch nicht mal Sprecherangaben. Innen ist alles ohne bedruckt zu sein. Es steht nichts drauf. Das ist was für die ganz bequem, aber die Einfachheit und Schlichtheit macht es schon wieder zu was Schönem. Ja, und so geht's hier weiter. Ach, was habe ich hier schon wieder eine 5 Freunde. Das stammt halt alles aus so Konvoluten. Ich habe ja früher mal gesagt, nee, das stammt aus einer Bücherei. Da habe ich 2 Kisten Kassetten abgegraben, 10 Cent pro Stück. Allerdings konnte ich auch die Hälfte wieder wegwerfen, weil die so ausgenudelt waren. Und manche Leute haben ihr Radioprogramm auf diese Kassette aufgezeichnet. Hilfe! Ja, hier Pumuckl, leider sind die EMI-Kassetten alle... Sie quietschen, sie leiern, sie klacken das Gerät aus. Also die Pumuckl-Kassetten, ihr könnt mir gerne mal schreiben, die sind kein Schuss Pulver wert. Da vertraue ich doch eher meinen schönen, schönen Schallplatten, denn die kann ich immer abspielen, sofern ich einen Saphir habe. Ja, und hier dreht sich das Karussell weiter. Das Räuberkarussell? Nein, es dreht sich das Kassettenkarussell mit Querbeet-Kassetten. Das sehe ich hier, Hani und Nani, TKKG, 3 Fragezeichen. Ja, was ziehe ich jetzt raus? Lass mich mal schauen. Ich weiß es jetzt selber nicht. Ah ja, Achtung, die Monsters kommen. Eine etwas spätere Klassikfolge, 30 Cent. Ah, ich habe die Zeit geliebt, wo man wirklich in so Gebrauchtwaren-Kaufhäusern einfach einkaufen konnte für ein paar Cent die Hörspiele. Kürzlich waren wir mal in Deutschland wieder, also das ist nicht mehr möglich. Das ist irgendwie, irgendjemand macht die Preise kaputt oder es interessieren sich wieder zu viele Menschen für die alten Schätze. Das ist halt so. Okay, wir haben ja unsere Schätzchen im Trockenen, jetzt wie hier zum Beispiel. Ach, der Angriff der Horrorameisen, Dust Will, ja. Ein fieser Sheriff Wolfgang Völz, ein wundervoller Joachim Wolf, Günther Ungeheuer ist sowieso das Sahnehäubchen als Erzähler und ich atme Geschichte, ich atme Nostalgie, ich liebe das. Und solange ich das liebe, wird es Videos hier geben. Und wenn ich mich wiederhole und zum 1000. Mal wiederhole, ist mir sowas von scheißegal. Ja, ich liebe das einfach hier, die Nacht der Todesratte. Viele hatten vor dieser Folge extrem Angst. Ich muss sagen, sie gehört nicht zu meinen Lieblingsfolgen. Wie sieht das bei dir aus? Hörst du gern die Todesratte? Liebst du vielleicht Christian May? Oder wer da sonst noch mitspielt? Ja. Geschichte und Geschichtchen hier. Alles okay. Warum halte ich das jetzt so in die Kamera? Keine Ahnung.
Ja, es gibt schon viele Geschichten. Also man könnte das wirklich, deswegen kam ich damals auf Schallplattengeschichten. Dabei hätte ich es eigentlich Kassettengeschichten nennen müssen, denn ich glaube, ich habe beinahe mehr Kassetten als Schallplatten. Oder hält sich's die Waage? Also es sind schon sehr viele. Und hier müsste ich wirklich mir mal einen Tag gönnen und alle durchhören, welche überhaupt noch laufen, welche repariert werden müssen. Das hier weiß ich, die habe ich repariert. Commander Perkins, die war halt auch für 10 oder 20 Cent mal irgendwo dabei. Und gerade diese Auflage schwarz mit diesem etwas leuchtenderen Gelb, die rettet man schon sehr gerne. Hier ist doch ein Preis, 50, ja, 50 Cent. So ein Klassiker. Gernot Endemann, leider tot. Ja. Toller Mensch, toller Sprecher. Ja, das war's mit diesem Kassettenkarussell. Mal wieder alles durchschauen, einfach mal wieder genießen, ja, sich freuen. Und ich bin da immer sehr, 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 sehr begeistert. Und ihr auch. Und ich danke euch, dass ihr mit mir jetzt wieder diesen Rundgang gemacht habt durch allseits beliebte, bekannte Covers. Ja, und dass euch das genauso viel Spaß macht und kommentiert gerne. Ich freue mich da wie ein Schneekönig, denn das macht einfach so viel Freude miteinander. Ja, tschüss, ihr lieben Kassetten. Ich hole euch bestimmt mal wieder raus aus dem Schrank, wenn es mal nicht so heiß ist. Ja, die Winterzeit ist die Reparaturzeit und die Katalogisierzeit. Und da haben wir ja noch ein paar Monate Zeit. Tschüss, ihr Lieben. Da, da, da.